Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück hier in der Apokalypse. Grüß dich, Bruder. Hi. Wir hatten beim letzten Mal die Blutmondnacht überstanden, hatten dann noch ein bisschen rumsortiert und sind jetzt bei der Händlerin gewesen, haben die Quest abgegeben. Das war die mit den Zombie-Hunden, ne? Ja, genau. Und haben jetzt zwei neue Quests angenommen und ich würde sagen, wir starten einfach durch, oder? Ja, genau. Mal gucken. Ich habe jetzt einfach meine drin gelassen, irgendwie. Die war näher dran, als die du angenommen hast. Ich glaube, deine war 800 Meter weg oder sowas. Ja, 870 tatsächlich, ja. Wollen wir erstmal die ein paar Zombies weghauen. Wir müssen da mal dran denken. Du hattest es beim letzten Mal schon gefragt wegen Blei, ob überhaupt noch was da ist, dass wir oder dass ich nachher nochmal Blei kloppen gehe. Ja, genau. Auch so ein bisschen Mangelware jetzt. Ja. Aber können wir so zwischendurch sowieso mal machen. Hier immer mal wieder ein paar neue Sachen weghauen. Da drüben neues Vorkommen? Ach nee, das ist das Kohle-Ding, ne? Ja, ich dachte schon, hä? Da steht eine Fackel. Wie der kleine Friedhof hier. War schon da. Lass uns aber anfangen. Ich glaube, den hatten wir schon gelootet, ne? Ja. Los geht's. Guten Tag. Das klang gerade nach Hund, kann das sein? Aber Oh, merkt schon bei dir hier, oder was? die Ladies fahren auf mich ab. Ha, die wollte was von mir. Ah, die ist kopflos. Ach, hast du gelootet hier schon? Ja, okay. Noch einer. Krabams. Schiffes Blätter hier. Sieht gut aus. Das ruckelt ein bisschen bei mir. Egal. Ach ja, stimmt. Das ist jetzt die stabile Alpha draußen, ne? Das ist jetzt nicht mehr Ja. die Unstable. Mal gucken, wie gut sich das verträgt mit dem Safe-Stand und wie es läuft. Na, ich hatte eben beim Händler zum Beispiel schon den ersten Grafikbug wieder, dass die Tore doppelt geschlossen waren. Ja, okay. Warst du drüben drin? Nö. Okay, gut. Gehen wir Erst mal gleich. metzeln, dann looten. Oh, Franziska. Erstmal metzeln. Holt euch doch den anderen, der ist viel leckerer. Leckerer. Ja, am leckerersten. Oh. Ja, beim Looten hängt es bei mir hier zwischendurch immer wieder. Kann man den hier vorbeihauen? Na gut, du schießt auch vorbei mit der Schrotflinte, wenn sie vor dir stehen. Also. Ich weiß. So, ja, guter Loot. Du machst das schon. Sehr gut. Lass es Kopflos. leuchten. Munition. So. Ja, da müssen wir auch mal gucken, dass wir da wieder neue ansetzen dann. In der Werkbank. Oh, sieht doch gut aus. Ich würde sagen, erledigt. Dann machen wir jetzt leer. Sehr gut. Das ist witzig, was hier überall rumliegt. Mal jetzt um die Ecke hier. Ja. Wieso haben die die Mitte mit Stacheln abgetrennt? Nee, das ist nicht. Ich laufe natürlich rein. Glückwunsch, darfst du behalten. Was? Ich war draußen Gegner wahrscheinlich gerade wieder. Okay. Stimmt. Nein. Sind hier drin oder was? Dachte, wir haben gecleant. Ja, steht hier so, das Gebiet ist abgeschlossen. Also hier laufen doch mindestens vier rum. Schrotze! Vorsicht, ich hole aus. Draußen kloppen noch irgendwelche. Ja, was dort habe ich von oben dann halt. Ja, machen wir es mal leer hier. Was soll der Quatsch? Musik läuft da noch, ne? So.
Da oben ist ein Safe. Wo? Hier. Wo? Oben. Hast du Dietrich dabei? Ja. Oder müssen wir ihn aufkloppen? Nee, okay, gut. Ausgezeichnet. Kommt drauf an, wie viel ich kaputt mache. Streng mich an. Warte aber, das geht einmal kaputt. Danke. Mike. Weißt du? Geht doch. Ist das hier alles leer, ja. Müssen hier, wo müssen wir da hoch? Wieder da zurück, wo wir hergekommen sind. Einmal die Runde. Du kannst hier vorne durch, ich hab das hier weggehauen. Bitte. Oder auch nicht. Ich guck schon mal hoch. Da scheint ja Action zu sein. Hat man nicht mal auf dem Friedhof Ruhe. Ja. Die Zeiten sind vorbei. Ist offensichtlich kein heiliger Boden hier. Ach, die sind ganz draußen irgendwo, ne? Hallo? Hallo? Hi. Kuckuck. Oh, tatsächlich. Ich hab's echt geschafft, mit dem Pfeil vorbeizuschießen. Ich fass es nicht, ey. Ja, ein Kommentar. Ja, hat jemand. Und das Schlimme ist, das ist auch noch alles auf Video. Ja, ist okay. Ich komme damit klar. So, dann nehme ich mal deine Quest in die Verfolgung. Gut. Bist du noch drin? Ja, komm, komm wieder hoch. Ein, zwei kleine Verstecke weggemacht. Ich möchte nochmal hupen. Ich fahr schon mal los. Gleich da. Jo. So, oh, Hirsch. Ah, Hirsch. Krieg ich den mit Pfeil und Bogen. Bei meinen Schießkünsten. Ich bin getroffen, aber er lebt noch. Shit. Sehen? Ja, toll. Hab ich. Hey. Wenn du Pistole wegknallen kann, ich genau. Warum hast du es nicht gemacht? Ich hätte sogar eine dabei gehabt, ich habe ihn mal gelootet. Achso, wollen wir fahren hier an unserer Bude vorbei. Wollen wir erstmal schnell Taschen leer machen vorne? Ja. Ist vielleicht clever, was ne? Zu essen. Ich glaube, ein bisschen was haben wir noch da. Oh, falsche Seite. Ich habe rohes Fleisch hier. Dann kann ich ja gleich nochmal was draufpacken. Wir brauchen halt wieder Kartoffeln und sowas alles von oben dann. Ich habe ja auch Sham im Inventar. Du kannst also auch die reinpfeifen. Ich möchte nicht wieder in die Spikes laufen, deswegen dachte ich mir, komm, ich esse diesmal was. Gehe den regulären Weg. Sehr gut, Bruder. Ich pack einfach mir alles hier vorne in die Dings rein, ne? Ja, muss Fleisch hoch angepackt. Da ist Sham ist da auch mit drin, kannst du hier rausnehmen, kannst du futtern. Wir haben es immer noch nicht geschafft, hier wirklich ein geregeltes, einen geregelten Supply mit Essen hinzukriegen, ne? Nee. Es ist komisch, dass es diesmal hier irgendwie so langwierig ist. Sonst wollen wir damit irgendwie schneller, immer wenn wir gespielt haben. In der mal schauen. Okay, was ist das jetzt für eine Quest? Vorräte finden. Okay. Wieder ein Silence-Moped. Ich höre keinen Sound von dir. Ja, der Bug ist immer noch nicht raus, ne? Das ist verrückt. Hast du eigentlich umgestellt auf die Stable? Ja, ne? Im Beta, ja, im ja. Update-Menü? Nö, nichts gemacht irgendwie. Okay. Hab da umgestellt. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal zurückstellen muss oder so. Der hier zwischendurch schon ordentlich ruckelt gerade. Okay. Aber dann mache ich das einfach beim nächsten Mal dann. Hier hinten waren wir auch noch nicht, in dem großen Gebäude. Nee. Auch in der Fire Station hier rechts waren wir noch nicht.
einfach so viele Möglichkeiten. Wir fahren jetzt wieder runter ins Wüstengebiet mit den Schneebäumen, ne? Ja, oder? Ist das die Richtung? Genau. Könnte durchaus sein, oder? Nee, komplett anders. Ah, okay. Ich sehe auch gerade, ist das nochmal eine andere Stadt hier vorne? Oder waren wir da schon? Nee, da waren wir auch noch nicht. Hier waren wir noch gar nicht. Ach, wir sind nochmal ein Ort. Verrückt. Weißt du, was hier zugesiedelt? Mann! Ja, hier gibt's doch noch ein bisschen was zu looten. Dann müsste es ja hier dann wahrscheinlich auch wieder irgendwo einen Händler geben, oder? Durchaus möglich. Da hätten sie was fabrikmäßig aus. Oh, da ist noch ein Abwurf hier links in 100 Metern. Wollen wir uns den erst holen? Ja. Wollen wir uns den erst, komm. Auf der Kirche, auf dem Dach, echt jetzt. Digga, hörst du mal auf, mich wegzurammen? Alter, wer Rowdy. Ist hinter mir? Ist nicht gehupt und nicht geblinkt. Ich blink dir gleich eine. So. Ja, da looten wir das Ding doch hier auch gleich, oder nicht? Wo wir eh gerade hier sind. Klopf, klopf, wieder mal in die Kirche. Hast du den Friedhof, dann die Kirche? Ich, Mama, lauf. Ich erkenne dein System. Da ist eine Mama auf den Kopf gesprungen, ja. Fein schon wieder von es regnet Zombies, das ist kein gutes Zeichen. Ich glaube, das Wetter bleibt schlecht. Ah. Aussicht auf Fleischbällchen war das aber nicht. Ja, aber diese Fleischbällchen, die da runtergefallen sind, möchte ich nicht essen. So, ich habe die Befürchtung, dass wir nicht auf Dach kommen. Zumindest nicht auf normalen Weg, nehme ich an. Ich brauche mal ein paar Rahmen. Ich mache hier inzwischen mal die Zombies weg. So, ja, das Geld. Und looten. Was glaubst du da oben gerade alles? Ja. Warum nochmal? Für Holz, damit ich da was aufs Dach bauen kann. Hau doch draußen so einen Baum um. Ganz einfach. Ja. Ich hab nichts gesagt. Danke. Wir wollen das auch für die Zuschauer noch spannend halten. Ja, deswegen zerlegst du die Kirche oder was? Gute Idee, Bruder. Ganz tolle Idee. Ich hoffe, das Ding da oben ist den Aufwand auch wert. Ja. Wer weiß, was drin ist. Bestimmt voll der epische Loot. Meine Level 6 automatische Shotgun. Ich möchte nochmal betonen, meine Level 6. Aha. Nach dem Plünder von dem Gebäude könnte man ja auch schon wieder raus. Nett. Ah. Was denn? Antibiotika. Ist sich gelohnt. In der Kiste drin oder was? Ja. Und alle so. Mhm. Ja. Check. Klar, natürlich. Ja, ein Apokalypse natürlich wünscht. Ja gut, schlecht sind sie nicht, ne, davon abgesehen. Nee, ist kein Verfallsdatum drauf, ne? Spinner. Du hast angefangen. Ja, ich war schon hier mehrfach, infiziert. Von daher finde ich das tatsächlich gar nicht so verkehrt. Das hat sich alles weggehämmert, ey. Ich geh kaputt. Achso, die Kerzenständer könnte ich aber mitnehmen tatsächlich. Die geben doch Messing. Messing, oder nicht? Oder doch nicht? Ah, man sollte auch die Zange nehmen. Ach ja. Ah, du spielst es ja erst seit neulich. Ja. Yeah. Den Durchgang hier schon, ja. Hallo. Ich möchte gern diese Kill-EP noch mitnehmen. Was ist denn da Noppet? Na, hier. Ah. It's Magic. Das Magic Moped. Bike. Ja, Mini ist es ja, ne? Machen sie nix. Ja, ich habe auch schon überlegt, jetzt wo die Stable draußen ist, ob wir nicht eine neue Runde anfangen.
Können wir mit den Einstellungen ja auch nochmal ein bisschen spielen. Also dann doch nochmal eine Stufe hochstellen vom Schwierigkeitsgrad und so. Mal schauen, klar. Achso, ich will mal kurz gucken wegen des Inventars hier. Ein paar Sachen klein machen schon. Das brauchen wir nicht. Das lerne ich. Das auch. Okay. Gut. Und dann voran? Du musst doch. Ist deine. Ja, ist meine, verdammte Axt, ne? Ja. Hey, bleib im Auto. Gut, dass ich gelootet habe. Sehr gut. Mensch. Warte. Was ist da? Jetzt ist das Auto weg. Nicht stehen bleiben, gehen. Zu Fuß, vorwärts. Wir suchen die Supplies, ne? Also. Rechts von dir, Vorsicht. Hat am Automaten. Ja. Hinten anstellen, nicht drängeln. Nein! Wenn die Shotgun nicht nachgeladen ist, weißt du, ja. Ein Schrei und dann Ladegeräusche. Immer wieder schön, immer wieder schön. Ach, halt die Klappe. Du bist adoptiert, so. Oh, okay. Ich lade auch nach. Ich habe meine gefunden. Ja, toll. Boom, geht das Mobbing los. So, ja, mal gucken, was ich hier von dem Zeug alles überhaupt brauche, was nicht. Leder? Leder haben wir genug, oder? Ja. Bist du schon hoch? Die Treppe hoch, ja. Ich folge dir unauffällig. Hallo! Hallo! Oh. Wieder hinter mir aus der Decke gefallen. Hier gegenüber, Achtung. Wo? Wo? Ach, du stehst gegenüber, Entschuldigung. Ja, ja, du ja. Kennst doch meine Schießkünste. Deswegen ja. Oh, wenn ich dir direkt vor dir triffst, bin ich. Ach, das meinst du. Ja, jetzt. Ja, halt die Klappe. Fallen die hier alle aus der Decke oder was? Also. Was ist denn los mit denen? Mach das doch mal bitte wie normale Zombies. Die sind lästig. Echt, ey. Ohne Worte. So. Ich habe übrigens auch nochmal Hirnsturz und Fleischhammer angeguckt. Mhm. Die haben tatsächlich ja mal experimentell nochmal versucht nachzuweisen, ob du wirklich, wenn du mit der Zange abbaust, mit der rechten Maustaste, ob dasselbe rauskommt wie mit der linken Maustaste. Ah. Ja, nur was uns ja eigentlich allen schon vorher klar war, ist, dass ja nie dasselbe rauskommt, wenn du ein Auto abbaust. Richtig. So. Deswegen war das ein bisschen... Kompliziertes Beispiel, ja. Ein bisschen, ja. Oh, ich habe eine Stange Dynamit gefunden. So, das lasse ich mal hier. Das zerlege ich noch. Hast du deine Vorräte entdeckt? Oh, hier doch, ist noch Action. Wir nähern uns. Ich mag das, wenn die Köpfe explodieren. Wo sind sie? Irgendwie. Wieso sammle ich eigentlich dieses komische. Ach nee, sammle ich gar nicht. Gut. Geh mal runter. Kommen wir da nicht hier? Ach nee, cool. Nee. Ausgezeichnet, Bro. Ich bin da. Ja, das ist ein Schockstart? Nein. Ach, du ich bist bin geschockt. Automaten, ne? Ja. Ich meine natürlich. Wie ist es ein funktionierender ist? Warum? Müssen wir uns jetzt hier wieder rauspacken oder was? Nein, so. Dann. An die Spitzhacken, Kameraden. Hier ist ein Armbrust und ein Blasenbike drin. Und eine Spitzhacke. Sehr gut. Welches Level hat die Spitzhacke? Eins. Ah. Nee, toll. Die können wir auf jeden Fall auch, einschmelzen. Verkaufen, ja, ja. Ich habe übrigens noch eine zweite Forge fertig gemacht. Die stellen wir dann einfach damit, nehmen die andere daneben. Und dann können wir wieder ein bisschen durchsortieren.
Hast du deine Vorräte jetzt? Nö. Okay. Also wenn ich hier bin, schwingt es um. Hier ist es über mir irgendwo. Ja, dann wieder nach oben. Nein, hier. In der Zwischendecke tatsächlich. Da stehen sie hier, wenn du von hier ran gehst. Genau. Hab's. Ja, cool. Gut. Crazy. Oh, wir haben die Kühlbox vergessen. Was ist Kaffee drin? Mein Gott. Den Schrank vergessen. Beide Schränke. Farbe, super. Und Gläser. Ich nehme die mal mit, warum auch immer. Achso, wollen wir hier die Materialien wegschaufeln noch? Ja, ne? Mein Inventar ist voll. Ich gehe erstmal ans Moped. Die kriege ich noch weg hier. Ich gehe erstmal ins Moped, das habe ich im Inventar. Oh ja, ist okay. Aber ich glaube, ich würde die Werkbank gerne noch zerlegen. Da ist aber nochmal geschmiedetes Eisen drin. Mach das. Hier kannst du ja bei mir im Moped gucken, was du da reinpacken kannst als Stapel. Hm, stimmt. Jetzt, wo wir das hier so wunderbar stapeln können. Ja, war ein bisschen was tatsächlich. Alles klar. Safe. Jupp. Zurück nach Hause, wa? Dann nur zum Händler. Ja. Einmal abgeben. Map, map. Oder wollen wir hier die Stadt noch kurz erkunden? Ach ja, du machst das schon richtig. Wir können mal eine kleine Runde hier drehen. Ja. Das ist ja auch was mit Futter noch mich da. Mich interessiert ganz hinten diese Fabrik. Ich fahre hier mal links an der Kirche nochmal da hinten lang. Das sieht aus, als wäre da hinten wieder eine große Fabrik. Also ich war so ein Masten, habe ich gesehen irgendwie, ne? Aber mal gucken, was es ist. Oh! Hier ist Supermais. Und das große, Schwein hier. Siehst du es schon, oder? Nee, das ist im Keller. Aber jetzt gehe ich gucken, wie es heißt. Ich habe den Namen ja Clunky Oil. Grace hieß der Bruder, Grace. Ich habe doch gesagt mit G. Oder habe ich gesagt mit C? Ja, ja, mit Gustav. Mit C wie Chantal. Ja, das stimmt. Das war SCH. Chantalle. Ach ja. So. Hier sind ganz viele kleine Läden tatsächlich und eine große Fabrik. Sieht wieder aus wie eine Shamway. Oh. Hast du das EP noch verkriegt? Ja. Ha. Ja, ich glaube, ich habe 500 Meter eingestellt. Hey, man kommt hier noch irgendwo mal. Ich bleib mal in einer Parkbarriere hängen. Ja. Oh, ist ein Shotgun Messiah. Ich glaube, ich markiere die mal. Oh, ich muss hier weg. Zombie. Biker, ich habe Angst. Und daneben ein riesiges Crack'n'Book. Okay, ich habe bisher immer nur die kleinen Crack'n'Book-Läden gesehen. Das ist ja hier. Was ist das? Die Firmenzentrale? Cool. Ich schlachte mal so ein paar Wildschweine. Mach das. Ach, bist du da noch drin oder was gerade? Ich komme mal in den Keller geholt, schnappe nur den ersten. Ja, ich komme mal rüber zu dir. Ja, in der Mitte waren auch noch ein paar Läden. Okay. Ach, ist abgefahren. Das sind ja hier nahezu Plünderoasen. Schon irgendwie. Nicht schlecht. Und trotzdem war es gut, dass wir in dieses kleine verkackte Haus rein sind mit dem Bunker, ne? Mhm. Ach, manchmal ist schon witzig. Ja, tat. Ach, hier hinten ist das ein Wesen, ja, ich sehe es. Mit der große rote Käfig. Ja. Leuchtet halt schön ins Gesicht. Ja. Wir kennen es aus Naveskan. Ah. Zombie ahead. Zombie Cop? Auf dem Weg zu dir wahrscheinlich. Ja, wenn du unten rein bist, dann kommt jetzt. Ah, hat mich gesehen. Okay. Pull! So. Ich glaube, zum Leermachen haben wir zu wenig Platz, oder? Keine Ahnung, ich mache jetzt hier unten einfach nur das Nitrat und so Zeug weg hier, die Leichen. Okay. Und die Schweine. Dann schaufel ich hier zumindest das noch weg, was ich gerade sehe. Nehme ich
noch ein bisschen Material mit. Ich habe gerade gehört, du warst noch mal jagen. Ja, ja, jagen. So. Ach cool. Was ich mir überlegt habe, ist, wenn wir noch mal. Au! Ich komme. Alles gut. Wenn wir noch mal neu starten, dass wir tatsächlich mal so eine Nitrogen Karte nehmen. Okay. Klar. Weil die ja doch nochmal von der Abwechslung her, ne, von den Gebäuden und von den Sachen, die du so plündern kannst und alles, ist die ja nochmal, also besser, würde ich sagen, tatsächlich. Abwechslungsreicher. Mal schauen. So, ich esse mal eine Dose Katzenfutter, weil, warum auch nicht? Warum Kitty 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 Kitty? Hab ich jetzt die Gläser eingepackt oder hatte ich die? Achso, die hatte ich wahrscheinlich bei dir mit ins Dings gepackt dann, ne? Ins Auto. Oh, okay. Was wie möglich. Sieht's aus. Wir haben es 18:30. Ja, unterm Strich kommen wir gleich zurück. Ich mache jetzt hier noch eins, zwei Ferkelchen weg. Okay, dann schaufle ich hier noch schnell. Und damit wir die Zuschauer nicht mit Plündern und Schaufeln und Quatsch irgendwie langweilen, würde ich sagen, war es das auch schon wieder die Folge für heute, oder? Kurzer Cut. Oder habe ich was verpasst? Ne, wir haben knappe 30 Minuten, oder? 27 Minuten oder sowas jetzt gerade. Glaube ich. Durchaus. Dann war das doch mal wieder eine schöne Folge zum Einstieg. Ja, ich hatte es ja auf dem Channel schon geschrieben, dass es ein bisschen unregelmäßiger werden kann mit den Uploads, weil wir doch beide viel zu tun haben und mit dem zusammen telefonieren und mal einen Termin finden, um dann zusammen aufzunehmen, ist halt auch nicht immer so einfach. Wir hoffen, dass wir das trotzdem wieder regelmäßig machen können. Also ich zumindest. Ich hoffe, dir geht's auch so. Ja. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, an der Stelle auch wieder danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr guckt euch auch die nächsten Folgen wieder an. Jetzt unterbrich doch mal mit deinem Schießen nicht meine Abmoderation. Ganz tolle Wurst, ey. Ganz toll. Ich hab nicht geschossen. Ja, sag tschüss. Tschüss. Ciao.